herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bobo Meiser, der Talkshow für den sinnentfremdeten Nachmittag. Auch heute beschäftigen wir uns wieder mit einem besonders heißen Thema. Mein Name ist Johnny Forelle. Seit ich einen PC gekauft habe, werde ich von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Ja, Herr Forelle, dann erzählen Sie unserem Publikum doch mal, wie Sie die intensive Beziehung zu Ihrem PC aufgebaut haben. Die Sache mit dem PC begann in einer sehr anstrengenden Phase in meinem Leben. Es gab Ärger im Beruf und Mutti hat meine Briefe ungeöffnet zurückgehen lassen. Dann starb auch noch mein Goldfisch. Jeden Abend im Büro rumhängen und in der Kneipe rumhocken, das war doch kein Leben. Bekannte schlugen mir deshalb vor, einen PC anzuschaffen. Aber Ihr neuer elektronischer Freund hat Ihre Probleme nicht gelöst, sondern neue geschaffen, ist das richtig? Genau so war es. Mein soziales Umfeld ist leider sehr intolerant und voller Vorurteile. Immer wenn ich mich mit meinem PC habe in der Öffentlichkeit sehen lassen, hat mich niemand mehr angesprochen. Das ist das traurige Schicksal von Herrn Forelle. Wir haben unsere Kamerateams losgeschickt, um in seinem Bekanntenkreis nachzufragen, warum man ihn seit der verhängnisvollen Kaufentscheidung nicht mehr akzeptiert. Ich habe überhaupt nichts gegen PCs. Ich bin generell gegen Vorurteile. Aber der Henrik hat doch überhaupt nicht mehr mit uns geredet. Der hing doch zum Schluss nur noch mit seinem PC rum. Also dieser Lüfter, der surrt natürlich schon arg laut, wissen Sie? Na ja, jetzt sind wir mal ehrlich, diesen ewigen Plastikgestank von den angeschmorten Controllerkabeln, das hält einfach kein Mensch aus. Naja, vielleicht waren wir ihm einfach zu altmodisch. Um dieses Problem zu diskutieren, haben wir einen renommierten Experten in unser Studio eingeladen. Doch dazu mehr gleich nach der Werbung. Ich spiele doch nicht selbst. ISDNS, das neue Kommunikationskonzept der Telekomik. Mehr Informationen dazu in jeder Ausgabe von PC Player. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil von Bobo Meiser, der Talkshow für den sinnentfremdeten Nachmittag. Wir sind weiterhin beim Thema: Seit ich einen PC habe, werde ich von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Auch unser nächster Gast hat zu diesem Thema einiges zu sagen. Hi, mein Name ist Sepp Kleinhirn und ich bin stolz darauf, ein Single zu sein. Außerdem finde ich, dass die Ladeschlussgesetze nicht geändert werden müssen. Da ist uns ein kleines Fehlerchen passiert. Und britisches Rindfleisch finde ich auch ganz toll. Der Herr gehört eigentlich in die Sendung vom nächsten Donnerstag. Nun möchte ich Ihnen aber unseren richtigen Gast vorstellen. Es handelt sich um den Spieleübersetzer Heinrich Lindbach, ich bin Spieleübersetzer. Meine Meinung ist, wer seinen PC zu sehr verhätschelt, der sollte auch mehr Steuer zahlen. Jawohl. Damit Sie sich einen Eindruck von der Arbeit unseres Gastes machen können, haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Herr Lindbach ist Übersetzer von interaktiven Computerspielprogrammen. Und hier ist eine Kostprobe seines Schaffens. Wir haben unsere Noten mitgebracht und jetzt wollen wir singen. Nein, dieses Lied nicht. Ihr verjagt mir alle Gäste. Und ob wir das tun werden, das ist unser Stück. Wir haben wochenlang geübt und an dem Text gefeilt. Und jetzt singen wir das verdammte Stück auch. Wer wäre nicht gerne Redakteur? Auf Spiele, meine Neid, ich schwör. Ich ging dann gern noch zum Friseur und wär unheimlich populär. Und da sehe ich gerade, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Darf ich schon? Wie lautet Ihre Frage bitte? Ich habe folgenden Beitrag. Ich finde es ganz gemein, was Sie mit Herrn Forelle da immer machen. Jetzt lassen Sie ihn doch mal in Ruhe. Das ist ganz gemein. Ich bleibe dabei. Steuern rauf für diese Computerverzahnler. Denn, meine Damen und Herren, das ist doch das Problem in dieser Gesellschaft, das wir haben, dass diese arbeitsscheuen Burschen vor lauter Installieren rein zeitlich gar nicht mehr dazu kommen, anständigen Rentenbeitrags Zahler Nachwuchs zu zeugen. Das ist doch die Sache, die uns hier... Nein, das finde ich nicht richtig. Wir Computerväter haben eh schon genug zu tun, uns vernünftigen Pentium-Nachwuchs ranzuziehen. Jeden Monat neue Treiber und dann wachsen die Kleinen so schnell aus der Festplatte raus. Und dann blockieren sie auch noch das Telefon. Also,
Nein, nein, jetzt hören Sie mal auf die Tränendrüse zu drücken. Vor all den Leuten kommen Sie mit Ihrer rührseligen Geschichte. Ich habe für diese jungen Leute überhaupt kein Verständnis. Sie sollen sich einen anständigen Job suchen, das ordentliches jetzt Arbeiten. Jetzt lassen Sie ihn doch endlich zufrieden. Dumme Gedanken hier, ist doch wahr. Ich rede mit Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendezeit heute angelangt. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir die spannenden Themen behandeln. Goldfischzucht ohne Goldfischgläser und der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Hey Leute, wollt ihr satte 192 Seiten Lesestoff? Mit ausführlichen Hintergrundinfos. Alles über die neueste Computerhardware. Und vielen, vielen hochaktuellen Produktbewertungen. PC Player. PC Player, so wertvoll wie ein kleines Steak. Mit Grilltomate und Backkartoffel, leckerem Sauerrahm und Kräuterbutter, einem duftenden Maiskolben und krossem Knoblauchbrot, abgerundet durch Champignons in Rahmsoße und einem Zimtparfait an Waldfrüchten. Dazu empfehlen wir ein 69er Amselfelder Zwitschertäubchen oder einen 96er Feldkirchner Nordhammer.